So, dann. Ja, genau. Wir waren in der Halle der vier Jahreszeiten. Wir waren gerade durch alle Elementräume durch. Und wir können diese Teile, die wir gesammelt haben, hier irgendwo einsetzen. Kurz überlegen, wie ein Vorwärtssprung nochmal geht. Ja, hier drüber komme ich aber gerade nicht. Beine, er hat Beine, Füße. Hallo Louis und hallo Jenani, herzlich willkommen. Und Hallöchen Lil Snitch. Und hallo Holzi. Was mit Louis los? Man weiß es nicht. Man wüsste es gern. Sind das deine Beinattrappen? Ich stehe so und an den Händen habe ich diese Beine an so Holzstielen. Hallöchen, Francine. Herzlich willkommen. So. Ich möchte. Da ist der Windraum. In den Windraum müssen wir zum Glück nicht mehr. Aber wir müssen vom Windraum den falschen Ausgang nehmen. Mitte also. Magu, Chatlines, Hallöchen, Tetsuya. Und M298, Schinken. Dankeschön für den Resub. Ein Jahr, Markulein. Yay! Party, Hypers. Alle sagen sie jetzt Mago. Nein! Louis finsterer Plan. Er setzt ihn in die Tat um. Nein. Okay, Lara, lauf erstmal. Dreh dich dahin. Nein! Schade. Halle der Jahreszeit. Nee, den da eher. Warte, nee, der hier ist richtig. Also. Idee off topic. Wenn die Mapping Community von Half-Life eine Mapping Competition macht, ist das dann War of Worldcraft. Oh nein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Show Ich tanze meinen Hass. Wobei Fuß wohl besser passt. Hallöchen Gummi, herzlich willkommen. Ich habe dieses Mal keine Tastatur auf meine Seite gelegt. Was nicht das cleverste ist, aber es wird schon gehen. Kann ich ja in der Pause immer noch machen. Schön, 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 schön. Marco, wie geht's dir? Mir geht's super. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Herumgetanze tatsächlich. So, die Tür müsste sich von selbst öffnen. Das tut sie auch. Das ist sehr freundlich von ihr. Hallöle zusammen, werde quasi ausschließlich lurken können, weil ich noch etwas arbeiten muss. Aber dieses Spektakel wollte ich mir nicht entgehen lassen. Hallo Brain Freeze. Wunderschönen guten Tag wünsche ich. So, dann schauen wir uns hier mal um. Was gibt's hier denn? Gut, das Windventil. Bisschen mehr zur Seite, danke. Aloha, ihr deftigen Dance-Schinken. Hallöchen, Miss Maddie. Nun, Gummi, nun. Es ist möglich, direkt darüber zu springen.
Oh, okay. Oder sie forciert halt die Leiter von mir aus. Wahrscheinlich ist es auch vernünftiger und leichter. Weil ich mir da gerade nicht sicher bin, wie kommt man... Soll ich darauf springen? Kann das sein? Mit Anlauf? Auf jeden Fall. Wie viel Anlauf habe ich? Das wollte ich nicht sehen, Lara. Guten Tag, ihr Tänzer. Hallöchen, Kain. Herzlich willkommen. Oh Gott. So ging es mir auch gerade. Das ist schade. Ich habe in deine Seele geschaut und das Vakuum erblickt. In der Tat ist genau das gerade geschehen. Noch ein Seitwärtsschritt. Wenn sie es schafft, hier gerade rüber zu laufen. Und man dann noch mit dem richtigen Timing abspringt, wäre das super. Ach so, der Ring links neben mir. Ich glaube, von da aus ist das weiter weg tatsächlich. Ich hätte nur in der Luft ein bisschen nach rechts gemusst. Er sagt nur, mit dieser Steuerung. Das ist alles bedauerlich. Ja, hier fehlt der Sprung. Ja, mit dem kurzen Sprung, dass der letzte Input sich gemerkt wird. Aber der kurze Sprung wird nicht weit genug sein. Es wirkt gerade auch nicht machbar, um ehrlich zu sein. Kurzer Sprung klingt zu kurz, das ist richtig. Oh, warte mal, es gibt einen leichten Weg. Der war mir gar nicht bekannt. Also, kurze Erklärung, mit Händen ist auch der andere Weg leicht. Aber ich glaube, wenn ich das richtig sehe, ja, kann man da auch rüberhangeln. Ah, das wusste ich einfach nicht. Gut. Ersparen wir uns diesen Sprung. Sehe, Tanzko muss aber los zur Arbeit. Neun. Viel Erfolg, Tioni. Sie sind eher so meh. So, probieren wir das mal. Es ist halt immer dasselbe hier. Laden bitte. Eins runter. Danke. Oh, wir machen aber Fortschritte. Wir sind hier jetzt bisher auch weitergekommen als jemals in der Obscura Challenge. Aber gut, wir dürfen auch speichern. Das ist der Punkt, Tieni. Ich weiß nicht, ob diese Tanzsachen so eine gute Idee ist, wenn ich zum einen müde bin und zum anderen die Nachbarn heimkommen. War cool, dass wir am Sonntag angefangen haben. Wäre cooler, wenn es noch mehr Sonntage gegeben hätte. Hintereinander. Haben wir alle? Wir haben das da Wind, wir haben das hier, welches auch immer das war. Fehlt eins.
Aber wo könnte das sein? Also unten ist noch Feuer. Ich habe in Erinnerung, dass das erst später offen wird, aber wir schauen mal. Ja, das ist halt verschlossen. Ich glaube, ich brauche jetzt auch eine Tanzmatte. Joi! Es macht halt erstaunlich viel Spaß. Ausrufezeichen Dancepad verlinkt die, die ich hier benutze. Aber es gibt sicherlich auch bessere. Für meinen Zweck bin ich zufrieden damit, aber allerdings. Bin mir unsicher. Kann sein, dass ich in eine Lösung gucken muss. Denn eigentlich sollte es hier vier Ventile geben. Brauche auch eine Tanzmatte inklusive dazugehöriger Tänzerin. Du hast das doch schon durchgespielt. Ja, aber wir spielen es hier nochmal. Also ich kann ja nicht rückwirkend in dem Playthrough, wo ich schon durch bin, das mit Tanzmatte machen. Tanzmatte. Dankeschön, Noise Gate. Nehme ich an. Für die Hansmatte. Die gute alte Hansmatte mit dem Flammenwerfer drauf. Oh, vielleicht auf der Rückseite hier. Nein. Naja, ich weiß, dass es in diesem Raum vier Ventile gibt. Und ich weiß, dass wir nur drei haben. Das ist das, was mich gerade verwirrt. Gucken wir mal, was das für ein Ventil war, was wir schon hatten, damit ich das dritte gleich leichter googeln kann. Okay, Wind und Erde haben wir. Wir wissen, wo Feuer ist, aber Wasser fehlt uns. Wassersymbol habe ich da aber gerade gesehen. Da. Das heißt, da ist das fehlende Ventil. Okay. Warte. Das sieht aus, als könnte man da hangeln. Schinken. The Dark Knight, Dankeschön für deinen 10. Resub. Genieße den leckeren Schinken. Lass ihn dir schmecken. Beiße ihn genüsslich.
YouTube gibt einem ja auf dem Dashboard immer so Feedback zu den aktuellen Videos, also automatisiert. Und da hat jemand ein Video über die ganze Cannabis-Sache gemacht. Und auf seinem Dashboard steht dann: Glückwunsch, dein Video hat mehr Leute erreicht, mehr Zuschauer erreicht, da es ein breiteres Publikum anspricht. Und die Formulierung fand ich großartig. Man, dieselbe Formulierung steht da bei mir gerade auch. Aber das sind Dinge, die wollte ich gar nicht wissen. So. Da hinüber. Jetzt ein bisschen Anlauf. Och, Menno. Du sprichst ein breites Publikum an, ich spreche breites Publikum an. We're not the same. Damals der erfolgreiche Abend-Doku. Was heißt das? Was wolltest du schreiben? Abnehmen. Okay. Ja, ich hab's gar nicht gerafft. So. Danke für den Clip, Snitch. 6 Jahre Tales Gaming, Hacke breit. Meine Taktik hier für die Obscura Challenge hat ein bisschen, eigentlich ist sie davon ausgegangen, dass man ein wenig schneller wäre. Aber es scheint auch so zu funktionieren. Hallöchen, Herrn Connor. Das musste ich einfach digital festhalten. War das mit dem breiteren Publikum? Habe ich halt auf Twitter gesehen. Das war recht amüsant. Hallöchen, Herrn Connor. Das war mein vorletzter Satz. Okay, jetzt hast auch du eine der legendären Doppelbegrüßungen. Hallo Gummi. Nehme es zu Herzen. Joi. So. Einmal speichern. Also es gibt hier einen Ausgang. Ich weiß gerade nicht auswendig, wo der ist. Wir werden ihn finden. Vielleicht. Nein! Noch. Das sollte natürlich auch mit Anlauf sein.
Ach, schade. Kurz gesagt, ja, Little Snitch. Wir mussten ja gewisserweise abbrechen, wenn man so will. Och ja, wirklich? Dein Ernst jetzt? Nun. Egal, wir haben ja Zeit, um da durchzukommen. Nein! Ja, gut. Das war eindeutiger als sonst. Oh, gut. Halt auch mal hier rein. Auch Metal Justice, die ist nicht schwieriger als mit den Händen. Das ist AOD. Ein Hithaus. Das ist eine Hitparade. Wir haben es ernsthaft geschafft? Hallöchen Excel Gaming, herzlich willkommen. Das arme AOD, eines meiner besten Tomb Raider. Es hat schon vier Angriffe überlebt. Warum wird man hier nirgendwo automatisch geheilt? Ich finde das schade. Seien wir mal realistisch. Wir werden Heilung brauchen und speichern danach. So. Das ist schade. Ah, ich wollte zurückspringen. Ich bin zu langsam. So. Ich habe anscheinend keine Waffe mitgenommen.
Nein! Ich hab's ja geahnt. Okay, anscheinend braucht das ein bisschen Anlauf. Vielleicht habe ich das auch überschätzt. War wohl ein bisschen viel. Ja, okay. Schön. So, dann müssen wir mal schauen, wo man da stehen kann. Ich hätte jetzt gedacht, hier. Ja. Gute Reaktion, Respekt. Dankeschön. AOD war das, wo sie immer stärker wird und stärker sein muss. Genau. Ja, als ob man da nicht einfach drüber springen könnte. Ja, okay. Dieser Versuch zu laufen und dabei gleichzeitig irgendwie zu steuern, bedarf noch Verbesserungen. Wobei es gerade ganz gut läuft. Meine Probleme ignoriere ich genauso. Man kann jedes Problem ignorieren, man muss nur schnell genug sein. Och nö, nicht so viel. Das ist nun mein neues Lebensmotto. Hier, ey. Okay. Es lief jetzt ganz gut. Ach du Scheiße. Wir müssen natürlich dann auch Bruder Obscura mit dieser Steuerung besiegen. Und irgendwann in der fernen Zukunft kommt noch Boas hinzu. Bisschen tiefer. Danke. Das dürfte reichen. Oh. Gut. Hat aber noch funktioniert. Ich lebe noch. Sehe zumindest so aus. Ach so, die Richtungstaste. Ich bin stärker.
So, das Zeug hier drin ist uns relativ egal, wobei Heilung natürlich immer schön ist, aber dieses Ich bin stärker, das brauchten wir für gleich. Naja, Madubo bedeutet im Grunde genommen, ich werde einfach nur blind sein. Ich werde niemanden haben, der mir da was vorsagt. Das habe ich ja bei den Blind-Sachen normalerweise gehabt, dass Jenny daneben sitzt und meine Orientierung praktisch ist. Madubo wäre vollkommen blind. Also, ich sehe nichts. Ich habe niemanden, der mir Richtungen sagt. Bin komplett auf mein, ja, auf mein Gehör angewiesen eigentlich, bezüglich des Spielsounds. Und auf was auch immer ich bezüglich der Kajaksequenz auswendig kann. Vorausgesetzt, ich höre es richtig. Aber halt keine andere Person mit Augen. Ich dachte, du machst keine Ansage dazu, dass du es machst. Das war nicht, wie ich das meinte. Nicht ganz. Die Madubo-Schlucht gibt dem Spieler recht eindeutiges Feedback, wenn er sich verzettelt. Das wird also, denke ich, kein Problem sein. Was ich damit meine ist, sobald du da was falsch machst, bist du eigentlich tot. Ich wollte dir das mal zeigen, wie das aussieht, wenn man in einem Videospiel stirbt. Wie du siehst, bin ich in echt tatsächlich noch am Leben, aber die Spielfigur. Der geht es nicht mehr so gut. Das ist schade jetzt. Das war richtig knapp. Also das Ding ist, diese Passage finde ich selbst mit Händen schon schwierig. So ist es eine ganz andere Erfahrung nochmal. Geil. Okay, cool. Wir sind hier. Und das, was jetzt kommt, das hätte ich in der Obscura Challenge dann halt auch alles noch machen müssen, bevor wir durch gewesen wären. In der Challenge wäre ich bei so einem Versuch einfach direkt zurückgekrabbelt, wenn ich ehrlich sein soll. Weil das hier ist vom Timing her wirklich knapp. Na, Lara, bitte seitlich. Danke. Und jetzt geradeaus. Hallöchen, Pablo. Ach du Scheiße. Ja, wie schon gesagt, es ist recht knapp. Danke, Lara. Also viel schneller, als ich es jetzt gemacht habe, geht es eigentlich nicht. Aber ein bisschen schneller, offenbar. Ja, vergiss es.
dann halt nicht. Ey, das war nicht meine Entscheidung, dass dieser Bereich hier so knapp ist. Das wollten die Entwickler wohl so. Okay, sie macht es. Irgendwer bei Core Design hat Japaner gehasst. Warum Japaner spezifisch? So, Bruder Obscura, seid ihr ready? Ich bin's nicht. Lange her, dass ich hier gewesen bin. Ultra Vigilis Umbram, Ecce Veritas. Sehe die Wahrheit durch den Geist des Hüters. So, speichern wir direkt mal. Und rüsten natürlich entsprechend eine Waffe aus. Bin mir gerade unsicher, warum Lara immer wieder aufsteht. Ja, so sollst du bleiben. Ich habe mehr davon, wenn ich mich drehen würde, glaube ich. Ach, das geht nicht im Kampf. Oh, fuck. So. Ja, wenn man nicht ausgerechnet auf einer Stufe hockt, dann muss man sich einfach ducken, um keinen Schaden zu bekommen. Man muss so lange auf den schießen, bis der für eine Sekunde gestunt ist. Das sind, glaube ich, 30 Schuss oder sowas mit der Schrotflinte. Und dann muss man innerhalb dieser Sekunde beim Gemälde sein. Und das macht man, indem man hofft, dass es bei einem spawnt. Gib mir das Medipack und gib mir die schwere Shotgun. So. Das Dumme ist, dass von dieser Sekunde, die man sich Zeit lassen kann, halt auch eine Sekunde schon fürs Wegstecken der Waffe weggeht.
Flieg mal an mir vorbei, bitte. Danke. Ja, das Gemälde spawnt random. Also manchmal spawnt es halt nicht, dann hat man Pech gehabt. Aber manchmal taucht es random an einer der Statuen auf. Und während der gestunt ist, despawnt es auch nicht, wenn man sich nähert. Da ist es. Aber jetzt ist es halt schon gedespawnt. Okay. Schießen. Weg. Dahin laufen. Und jetzt hatten wir leider einen Versuch, wo es nicht gespawnt ist. Reicht ein Schuss hier, um ihn zu stunnen? Ja. Also ich habe eigentlich einen idealen Save. Jetzt muss ich nur noch Glück haben. Aber ich befürchte, wir kriegen kein Gemälde mit diesem Safe. Es gibt kein Problem. Wir machen den Bruder Obscura-Kampf. Und hallo Maggi, herzlich willkommen. Jetzt ist... Echt jetzt? Och nein, warum drehst du dich denn, Lara? Manchmal, wenn man die Waffe wegsteckt, dreht Lara sich natürlich auch random. Ja, die erhält das Gemälde. Ich müsste jetzt nur geradeaus zu diesem Gemälde. Wenn er gestunt ist. Dafür hat man halt nicht wirklich einen Indikator. Das ist noch mein größtes Problem mit diesem Kampf. Na, da war ich zu langsam. Okay, aber von diesem Safe an kann ich doch eigentlich direkt aufstehen. Aufstehen. Ach, Lara dreht sich natürlich, sobald man die Waffe wegsteckt. Nein, die Zeit hat nicht gereicht. Probieren wir es nochmal. Ja, man braucht nämlich nur zwei Schüsse. Nee, drei. Drei Schüsse. Erst näher ran, dann stunnen. Ja, vermutlich. Oh, zu langsam. Ah. Das war eigentlich immer mein Hauptproblem in diesem Kampf, dass ich ziemlich lahmarschig bin. Nein! Ich hätte die falsche Taste. Das wär's gewesen, aber die falsche Taste. Ach Mann.
Jetzt habe ich die Duckentaste verfehlt. So, einmal ducken bitte. Aufstehen, Waffe, Schuss. Nein, Schuss! Waffe, laufen, Aktion. Nein! Ein Millimeter daneben. Also, ich hätte mich wohl ein bisschen drehen müssen. Okay, Waffe, Schuss, Waffe, laufen. Drehen, laufen, Aktion. Wir haben es. Medipack nehmen, Raum verlassen. Wir haben es. Wir haben es. So, dreh dich um, Lara. Lauf, sprinte. Das war Bruder Obscura. Ups. Puh, anstrengend. Ich werde die jetzt kommt erstmal keine Cutscene. Aber gleich kommt eine Cutscene. Ich glaube, die werde ich durchlaufen lassen. Als kleine Pause. Oh. Aber das war cool. Ich vergaß, dass Tauchpassagen das Schlimmste sind. Hier ist normalerweise überhaupt nicht knapp. Aber durch die Pausen, die wir haben in der Bewegung, könnte sie knapp werden. Nö. Haben wir geschafft. So. Also was heißt geschafft? Zumindest konnten wir Luft holen. Da rechts. Jetzt noch in No Loads. Man, alles, was wir gerade gemacht haben, ist, wenn man die Hände benutzen kann, relativ easy. Wie Marco auch Luft holt. Also Obscura war gerade anstrengend. Die Ausgrabungsstätte. Ich weiß gerade nicht ganz. Ja, bestimmt soll man die Kiste schieben. Du hast das gleiche Geräusch gemacht wie Lara beim Auftauchen. Nee, die Kiste soll man nicht schieben. Einfach springen? Das ist nicht wie normale... Das ist wie Amerikaner springen. Ja, okay. Nach Bruder Obscura hätte das obligatorische Brudi muss los gefehlt. Nein! Verdammt! Ungültig, Reset. Das wollte ich. On bouge plus. Ob ich hier wohl richtig bin?
Vielleicht. Der Raum war vorher noch nicht offen, also vermute ich's mal. Respirators. Ja, Respirators Inc. Stimmt. Dann werde ich für die Flucht vermutlich auch eine Taste neu belegen müssen. Weil wir natürlich sprinten lernen. Dafür fehlt mir ein Knopf. Aber das kriege ich schon hin. Hallo Valturiol, herzlich willkommen. Zu Sektor A9. Ausschwärmen und bleibt in Deckung. Zurückziehen und sichern. Ihr habt eure Befehle. Ausschwärmen. Ausschwärmen. Einmal speichern. En bouge plus. Übrigens, wir haben weiterhin die Betäubungspistole. Das macht ja sehr viel mehr Sinn. Ist ja One-Hit. Das sieht aus wie Metal Gear Solid ein bisschen. Ja, ich kriege diese Vibes auch. Ich kriege keine Luft. Cool. Dagegen sollten wir doch was tun. Ich brauche eine Gasmaske. Schnell. Ja, Lara, ich bin nur gerade am Überlegen, wo man hin muss. Nein, die Maske ist doch gar nicht maßgeschneidert für mich. Ups, bisschen spät reagiert. Hallo Andrea Dark. Boah, sowas hasse ich ja. Man verliert Gesundheit, aber kann nichts machen, weil die Zwischensequenz noch läuft. Ich finde das voll gut. Wünschte, Videospiele hätten nur das. Dann spart man sich den Teil mit dem Versuchen dazwischen. Ja, Lara? Ich gebe mein Bestes. Weniger Bubatz, Lara. Da lang. Wir haben noch 3 Schuss übrigens. Das ist nicht so ideal. Von der Zeit her ist es gerade nicht mal knapp, also damit kommen wir klar. Angeblich wurde das Paket im Briefkasten hinterlegt. Frage mich, wie das ausgesehen hat, wenn schon eins drinsteckt. Ja nun. Die wichtige Frage ist, ob der Briefkasten auch unterschrieben hat. Woher sollen wir sonst wissen, ob es unserer war? Denn unserer kann ja anscheinend unterschreiben. Shit. Als ich meinte, dass die Zeit nicht knapp ist, ging ich davon aus, dass die Gasmasken da sind, wo ich sie in Erinnerung habe.
Und ja, so läuft das immer, wenn ich irgendwas irgendwo hingeräumt habe. Gasmasken. Keine Sekunde zu früh. Respirators. Könntest du bitte schneller? Sie liegen vor dir, da ist nur das! Ich bin jetzt schneller. Halten Sie die Sprinttaste, um schneller zu laufen. Warum guckt sie sich denn um? Da liegt nichts anderes drin. Egal. Jetzt dürfte es deutlich weniger knapp sein. Gasmasken. Keine Sekunde zu früh. Das heißt, irgendjemand hat eine Smartwatch bestellt auf den Namen Tante. Verstehe ich das richtig? Drücken Sie die Sprinttaste, um schneller zu laufen. Nein, 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 nicht wieder hoch, Lara. Was ich hasse, ist dieser Moment, den wir auch gerade hatten, wo man, wenn man einen Gegner abgeschossen hat und warten muss, bis sie den nächsten anvisiert, weil sie ja erstmal 4 Sekunden oder so noch die Leiche anvisieren muss. Macht keinen Sinn. Okay, die sollten wir also schon auch abschießen. Hallöchen Rice, herzlich willkommen. Da das ein Stealth-Kill war, spawnen die hier gar nicht. Das ist cool zu wissen.
Ja, Rice, würde ich schon so sagen. Du scheiß Noob. Dankeschön für 100 Bits, Maggie. Soll ich mal mit dem Film allein? Alles okay? Bouchard, was machen Sie denn hier? Das ist jetzt egal. Schnell! War jemand hier, als Sie kamen? Nein, niemand. Kommen Sie. Bouchard, bringen Sie mich in von Kreuz Apartment. Ich muss unbedingt etwas nachsehen. In sein Apartment? Natürlich. Wo ist es? Rue Valise, im Chantel-Gebäude. Wissen Sie, wo das ist? Mein Fahrer bestimmt. Steigen Sie ein. Sie eigentlich im Louvre? Ich habe den Polizeifunk abgehört. Die Polizei ist hinter Ihnen her. Ich dachte mir, Sie brauchen vielleicht Hilfe. Danke. Soll ich Sie nicht an einen sicheren Ort bringen, statt zum Apartment Ihres Freundes? Ich habe im Louvre Spuren gefunden, die mit seinem Tod zu tun haben könnten. Ich muss in sein Apartment. Wir sind fast da. Ach, und übrigens, im Polizeifunk überschlagen sich die Meldungen. Das Monster hat wieder jemanden getötet. In Prag. Prag? Etwa einen Kunsthändler namens Wasley? Matthias Wasley? Ja. Kannten Sie? Er ist der Grund, warum ich in von Kreuz Apartment muss. Ich gehe alleine rein. Okay, ich warte hier.
Vielen Dank, Dushan. Sie ist im Haus. Schickt jetzt den Problemlöser rein. So. Da und da. Schickt jetzt den Problembär rein. Für einen Kunden namens Eckhart, die fünf Gemälde. Da draußen sterben Menschen. Da musst du durch, Werner. Ägypten, Werner. Du hast mich im Stich gelassen. Ägypten, Werner. Aus dem Weg! Also Tomb Raider 5 ist ja nur, besteht ja nur aus Rückblicken nach Laras Tod, der in Tomb Raider 4 angenommen wurde. Und AOD spielt nach Tomb Raider 4 und 5 demnach. Von Croy's Apartment. So, speichern wir mal. Wir haben gespeichert. Mir war nämlich eben aufgefallen, dass hier etwas fehlt. Du. Hier mein lustiger kleiner Pilz. Pilzanzeige, genau. Pulsanzeige. So, ich vermute aber fast, dass das Spiel dadurch crasht. Also starte ich es kurz neu. Ach, Audi. Und dann spielen wir weiter. Ein Bereich des Spiels, den wir lang nicht mehr gesehen haben. Ich schieb das mal kurz richtig, auf jeden Fall. Nicht, dass es gleich zu groß ist. Und nun startet das Spiel auch schon wieder. So, mächtiges Spiel. Lade den Quicksave. Und wir sind in Laras Apartment. In Werners Apartment, besser gesagt. Jemand hat das Fenster zerstört. Gemain Hate. Tanzco! Hallo, Kristallschimmer. Herzlich willkommen. Schicke Wohnung hat der Werner da. Würde ich nicht Nein zu sagen. Definitiv sehr, sehr schöne Wohnung.
Würde mir sehr gefallen, auch wenn ich so riesige Räume eigentlich nicht mag. Aber hat ja auch normal große. Hallo Fael, herzlich willkommen. Oh mein Gott, jetzt dreht er völlig durch. Madubo blind, ohne Ansage. Tatsächlich etwas, worauf ich mich sehr freue. Aber natürlich wird es nicht leicht. Dann wäre es ja auch keine Challenge. Aber ich mag daran auch, dass es einen überschaubaren Umfang hat. Und nicht sowas ist wie, keine Ahnung, dieses Dino-Spiel. So, hier liegt ganz viel Zeug. Meistens ignoriere ich das meiste davon, aber ich glaube, wir sollten das alles sammeln. Besser zu viel haben als zu wenig mit dieser Steuerung. Das da bitte. Nee, nee, das Bad ist kein Durchgangszimmer. Es gibt diese Treppe, das Bad ist einfach nur von zwei Räumen aus erreichbar. Wenn du das gerade seltsam findest. Wir haben es nicht geschafft, leider. Man kann uns schwer vorwerfen, dass wir nicht alles versucht hätten. Aber ich habe es in fast einem halben Jahr nicht geschafft, Bruder Obscura zu erreichen, ohne einmal zu speichern. Und egal, wie sehr ich versuche, das vorzubereiten und zu üben, ich sehe einfach keine Besserung. So, hinunter. Hinunter dort. Die Treppe. Machst du keine Loads mehr? Naja, es war ja auch sichtlich, dass da von den Zuschauern eigentlich eher keiner mehr Bock hatte. Moin, juhu, wir tanzen uns weiter durch. Hallöchen, Max, herzlich willkommen. Wunderschönen guten Tag wünsche ich. Sogar offscreen beobachte ich dich beim Spielen. Yay! Moment. Moment mal.
Okay. Erste Passage mit dem Typen geschafft. Blöde Bullet Sponges. Ja. So. Eine Richtung war die richtige. Und in der anderen sind unsichtbare Laser. Ja, da sind ganz große sichtbare Laser. Da hier keine Laser sind, denke ich, dass man in die Richtung soll. Richtig. Das ist so random, wie er sich da seinen Weg in diesen Raum ballert. Voll gemein eigentlich, stimmt. Wer ist er? Lara Croft? Hallöchen, Siragri. Herzlich willkommen. So, warte. Kurz heilen. Wir wissen ja, dass der erzwungene Schaden mehr ist, als wir gerade haben. Okay. Gib mir diesen Schokoriegel. Gib mir die 10% Leben wiederherstellen. Danke. Und gib mir eine deutlich bessere Waffe. Das hat Core-Design mit Absicht gemacht, um uns zu verspotten. Ja, Mann. Mindestens. So, jetzt muss ich überlegen. Man konnte sich halt ducken und dann... Nein, warte. Ducken, vorwärts und dann gehen hinzufügen, um sich... Ah nein, schleichen. Okay. Steuerung. Tastatur. Schleichen. Dann brauche ich gehen gerade nicht, sondern schleichen. Worauf liegt gehen? Warum ist denn gehen nicht belegt? Umschalt ist das vielleicht. Ah, mit laufen meinen die gehen. Ey, ich würde es ihnen zutrauen. Ja. Die Taste mit dem Namen laufen... ist die Taste zum Gehen. Man muss die Taste mit dem Namen Laufen gedrückt halten, um zu gehen.
Rennen ist dann Schleichen, genau. Ich drücke ja immer Sprinten, um zu schwimmen. Ja gut, das ist ja Standard. Okay, wir sind da durch. Ja, es gibt seltene Situationen, da muss man schleichen statt gehen. In den Situationen würde ich wohl den Knopf einfach umbelegen. Ja, man kann hier unter das Wasser laufen und dann wird man gelöscht. Also, das Feuer wird gelöscht. Das ist Feuerwehrmagier-Magie. Marco tanzt sich ganz elegant durch Audi. Yay! Hallo, Obsidian Eye. Nein. Lara, das ist der Moment, wo du rückwärts gehen sollst, dann nicht. Ach, wir waren blockiert. Folgt noch ein bisschen Schaden. Nein! Ein Schritt zu weit nach vorne, möglicherweise. Also bei mir war sie nicht. Also vielleicht im Spiel. Ja, ich glaube, diese Anzahl, wie oft er auf einen schießt, ist halt random. Da man sich, während man getroffen wird, nicht heilen kann, kann man auch Pech haben und hier sterben. Shit. Ah, wir müssen nur nah rankommen, nah genug rankommen, damit Lara auf ihn zielt. Gesundheit. Das da. Danke. Das war vielleicht ein bisschen zu nah. Ach, Mann. Wie er uns halt einfach in die Laserschranke hinter uns geballert hat. Ah.
Nein! Oh, wir haben es geschafft. Och nö. Bin auch vorwärts gekommen. Egal, wir haben es geschafft. Präsentiere Prag. Yay. Noch eine kalte und düstere Stadt. Großartig. Ist ja. Dieses Wetter nicht herrlich? Ja, absolut großartig, Lara. Wir haben es tatsächlich bis nach Prag geschafft. Das ist richtig. Oder Ladik, oder wie du heißt. Was wissen Sie über das Gebäude da drüben? Was? Ach so, warte. Das da, ja, so. Ziemlich groß, ziemlich viel Schnee. Verschwinden Sie, ich arbeite. An einer wichtigen Story, was? Ja, ich bin Reporter. Was ist da drin passiert? Das Monster hat wieder zugeschlagen. Sie sind nicht von hier. Nein, ich brauche Informationen. Ich bezahle auch dafür. Das wird teuer. Was wissen Sie über diesen Kunsthändler? Er war mehr als das, hat für die Mafia gearbeitet. Warum wurde er dann umgebracht? Wasley hat etwas gefunden, das sie haben wollten. Also musste er sterben. Sie haben dieses Monster auf ihn gehetzt. Sie sagten, er hätte etwas gefunden. Wissen Sie zufällig was? Ein Gemälde vielleicht? Keine Ahnung. Aber die haben ihn auf alle Fälle zum Schweigen gebracht. Die Mafia hat alle Beweise beseitigt und ins Strahhof geschafft. Jetzt verraten Sie mir doch sicher, was der Strahhof ist, oder? Nein. Ihre Sprechzeit ist um. Es gibt gefühlt in Spielen so Reporter und Detektive. Es gibt ein Outfit. Das da hat vorher noch Douglas Cartland aus Silent Hill 3 getragen. Er hat es sich von ihm ausgeliehen. Du gieriger kleiner Mistkerl. Sie sind ziemlich unhöflich, Lady. Das stand da nicht. Mr. Reporter. Ladik, mein Name ist Ladik. Sagen Sie mir, was Sie sonst noch wissen, Ladik. Sonst werde ich richtig unhöflich. Das Strahhof ist das Prager Hauptquartier der Mafia. In letzter Zeit war dort verdammt viel los. Sie sind gut informiert. Ich bin ein Profi. Das ist mein Job. Ich habe Dossiers über alle Hauptdarsteller. Sie sind aber nicht billig. Okay, zeigen Sie her. Das nennen Sie Dossiers? Lach. Wissen Sie, wer das ist? Nein, er kam gestern hier an. Das ist Bouchard. Ein Krimineller aus Paris. Ich bin dem Kerl mal begegnet. Echt? Gehört er zur Pariser Mafia? Keine Ahnung. Wer ist das? Das ist Eckhart. Wenn Sie mich fragen, hat der Kerl hier das Sagen. Allerdings weiß ich über ihn wesentlich weniger als über die anderen. Im Moment sind sie übrigens alle im Strahhof. Ist das alles, was Sie haben? Für die paar Kröten war das schon ziemlich viel. Ich muss ins Strahhofgebäude und Sie werden mir sagen, wie ich da reinkomme. Nur gegen Bars. Das Gebäude wird bewacht. Ich könnte Ihnen einen Zugangscode besorgen. Dauert eine halbe Stunde. Aber ich habe Unkosten. Gib mir den Code, sonst... Sonst was? Wollen Sie mich erschießen? Ah, endlich mal ein guter Vorschlag. Hier? In der Öffentlichkeit? Vor den Augen der Polizei? Nein, das glaube ich nicht. Ich habe keine Zeit für diesen Mist, Ladek. Ich brauche frische Luft. Oh, hi. Nein! Geh näher ran, Lara. Hör auf, das Bein zu heben. Was bist du, ein verdammter Hund? Sieht der Typ aus wie ein Hydrant? Okay. Wenn man hier so seitlich draufsteht, ist das echt machbar mit dem, oh Gott, mit dem Steuern während dem Laufen.
Ja, und dann hat man auch schon ein Medipack weniger. So. Warum schießen die random auf Lara? Ich weiß nicht. Das sind ja einfach eigentlich irgendwelche Typen, die in Prag in irgendwelchen Gassen sind. Anscheinend schießen die immer, wenn die jemanden sehen. Ganz normal. Hallöchen, Ackerlchen. Wir haben bisher den Endraum der Halle der vier Jahreszeiten und Obscura gemacht. Vernus Apartment. Und sind nun hier, also so viel hast du nicht verpasst. Prag hat gerade erst angefangen. Fehlt mir da vielleicht noch ein Gegenstand? Wirkt so. Alles klar. Oh, vielleicht musste man da auch gar nicht an diese Falltür, sondern hier rein oder so. Nee. Okay, also die Falltür fehlt. Du hast vergessen, den Hammer aufzuheben beim ersten Gegner. Nein, verdammt! Wenn wir natürlich Pech haben, ist das mittlerweile schon despawned. Das wäre doof. Ah nein, hier liegt er. Eigentlich fehlt ja nur noch, dass Ladik sagt, willkommen in Pragis. Und Lara auch einfach abknallt, wenn sie unhöflich ist. Schicken Sie den Problemlöser rein. Okay.
Ich würde sagen, hier mache ich eine kurze Pause und wir sehen uns in 5 Minuten. So, dann setzen wir unseren Spaß mal fort. Die Kanalisation hatten wir gerade erreicht. Genau. Ich erinnere mich. Damals. Ups. Wahrscheinlich über das Rohr springen, würde ich sagen. Bibichen, danke schön. Oh Gott, der Boas-Kampf. Diese Tanzmasse wird. Tanzmasse, genau. Das bin ich. Ich bin die Tanzmasse. Nein, diese Tanzmatte wird doch der ultimative Disrespect gegen Boas. Hallo Brain Freeze, willkommen. Und hallo Ginny Mini. Du scheiß Noob. Genau. Ich will antworten, Bouchard. Warum wollten Sie mich in Paris töten? Sie waren lästig. Ein loses Ende, das man abschneiden musste. Wer gab den Auftrag? Ein Verrückter namens Sie hat hier diese graue Strähne irgendwie unter Druck gesetzt. In der Szene. Hat meine Familie bedroht und meine Männer getötet. Sie haben einen von ihnen in der Kirche gesehen. Also sind sie untergetaucht. Ich hatte keine Wahl. Spätestens, als mir klar wurde, dass Eckhart das Monster ist. Was? Sie haben sich mit dem Monster eingelassen? Ich sollte ein Gemälde, das im Louvre in Paris war, zum Strahov-Gebäude hier in Prag bringen. Mein Gemälde? Es war nicht einfach, das Ding aus dem Louvre zu holen, Bouchard. Tja, in diesem mein Spiel Gemälde. Gibt es nur Verlierer. Warum nach Das Prag? Stimmt. Eckhart wird von einer Gruppe hier in Prag gedeckt. Sie nennen sich Kabal. Sie nennen sich Sie Deckard. Sind mindestens so gefährlich wie Eckhart, aber noch verrückter. Hallo Lucifer, herzlich willkommen. Ich dachte, die Mafia kontrolliert Prag. Die Kabal benutzen die Mafia nur, um von ihren wahren Zielen abzulenken. Sie sind weit gefährlicher und mächtiger, als Sie denken. Gefährlich genug, um die Mafia zu benutzen. Interessant. Jeder, der sich zu sehr für die Geschäfte der Kabal interessiert, verschwindet spurlos. Wie mein Freund von Kreu. Was hatte er mit der Sache zu tun? Er sollte eines der 5 Gemälde der Finsternis suchen. Das Bild aus dem Louvre. Aber er hat zu viel herausgefunden. Er hat mit Wasley hier in Prag gesprochen. Die beiden haben Informationen ausgetauscht. Sie haben also zusammengearbeitet. Sie haben Informationen ausgetauscht, mehr nicht. Wasley war ein Einzelgänger. Außerdem hat er den 5. Stich selbst behalten. Warum sind diese Stiche so wichtig? Jeder Stich enthält Informationen über das Versteck des entsprechenden Gemäldes. Also hat einer der Stiche von Kreu zu dem Gemälde im Louvre geführt. Ja, aber ihr Freund war unvorsichtig. Die Kabal hatten die Faxe abgefangen. Also brauchte Eckhart von Kreu nicht mehr. Er war nur noch ein loses Ende, das abgeschnitten werden musste, wie Wasley. Sie meinen getötet wie Wasley? Warum richtet Eckhart die Leichen so zu, Bouchard? Und wozu braucht er die Gemälde? Genau weiß ich das auch nicht. Aber es hat etwas mit der Wiederbelebung des Cubiculum Nephili zu tun. Der Cubiculum Nephili. Der Schläfer. Der letzte Überlebende der Nephilim. Sie haben also schon von ihm gehört. Eckhart ist verrückt. Er will mit Hilfe des Schläfers die Nephilim zu neuem Leben erwecken. So sieht es aus. Also führt uns der 5. Stich, den Wasley zurückgehalten hat, zum letzten Gemälde der Finsternis. Ich sehe mich hier mal um. Er wird ihn gut versteckt haben. Wasley war sehr vorsichtig. Offensichtlich nicht vorsichtig genug. Nun. Auf dem letzten Stich ist das Gewölbe der Trophäen abgebildet. Es war eine der letzten geheimen Festungen der Lux Veritatis. Eckhart will um jeden Preis hinein. Woher wissen Sie das alles, Bouchard? Informationen sind überlebenswichtig. Ich überlebe.
Wissen Sie auch, wo dieses Gewölbe ist? Es muss irgendwo unter dem Strahov-Gebäude sein. Und das Gemälde ist wirklich dort? Eckhart glaubt es. Das ist einer der Gründe, warum sich die Kabal dort eingenistet haben. Die Zeit wird knapp. Ich muss mich hier umsehen. Und ich? Wollen Sie mich etwa hier lassen? Ja. Machen Sie eine Pause. Sie sind viel herumgelaufen. Ich komme mit dem 5. Stich zurück. Ja, es ist halt wirklich so. Er soll mal nicht so vorlaut sein. Ich muss diese Matte mal kurz ein bisschen leer wieder machen. Das ist gerade etwas eskaliert mit dem Abstand. So, Da wollen wir rein. Und hinauf, schätze ich. Ich bin über dieses Treppengeländer gerade sehr dankbar. Wie sehr freust du dich schon auf Rando Tier 2? Sehr. Ich bin gespannt, was sich so verändert hat. Ich habe jetzt Glitch Secrets und Hard Secrets an und diese Option, die forciert, dass von jedem Secret mindestens eins im Level ist. Und wir durften eine ganze Menge neue Secrets insofern sehen. Ich bin gespannt. Ja, das hat funktioniert. Bewegt sich nicht. Ich bin zu schwach. Ist das jetzt dein Ernst, Lara? Okay, man muss erst auf der rechten Seite das erledigen. You can't bump, you can't bump, you can't bump, you can't bump. Was war das gestern Abend noch? Ich werde stärker. Tap back, tap back. Ich glaube, ich werde Lara nicht so ausrichten können, wie ich das möchte. Na, das geht doch. Rena, danke schön für deinen 34. Resub und herzlich willkommen. Endlich wird wieder gedanced. Hallo Jesse. So, jetzt einmal zur anderen Seite springen. Schön. Bin gespannt, ob es in Tier 2 auch random Fallen gibt. Ja, ne? Okay, der Schaden. Wir brauchen Heilung hier, weil man sich nicht runterlassen kann. Oh. Hat ein Secret auf dem Wasser, wo man über einen anderen Raum mit einem Quop hin musste. The fuck? Okay, ich bin gespannt. Gut, die Uhrzeit müssen wir so einstellen. Langsam kommen wir ins Geschäft. Magiergemächter, oh nein!
Soweit ich weiß nicht. Soweit ich weiß, sieht man, dass die Kamera auf die römische 3 geht und macht dann 3 Uhr. Drei, eins, fünf, neun, sieben. Drei, eins, fünf, neun, sieben. Naja, Punkt PR für Prag, ist ja klar. Mich macht das alles hier so glücklich. Sakura muss man danken für die Mattenidee, oder wie war das? Ja, die hat das als erstes gemacht. Und als sie das gemacht hat, kamen einige ihrer Zuschauer hier rein und meinten, mach du das doch auch. Und ja, hier sind wir nun. Weil das ja klar ist. So ist es, Gummi. Hast du es erfasst? Ups, das ist die falsche Tür. Oh nein, mein Bouchard! Sehen, ob er Schlüssel dabei hat. Ich liebe diesen spontanen Stimmungswandel von Lara hier. Oh nein, er ist tot! Was hat er für Loot? Ob der Schlüssel hier passt? Rede oder ich schieße, aber ich bin tot. Moment. Haben Sie Ihre Meinung über den Code geändert? Oh nö. Ich hoffe, wir haben nicht allzu lang nicht gespeichert. Darf ich vorstellen, der mögliche Softlock... Oder was heißt Softlock? Es stürzt halt einfach ab, also es geht nicht weiter. Hoffe ich mal, dass ich nicht allzu viel... Ladek hat seine Meinung wohl nicht geändert. So ist es. So ist es, fürchte ich. Hallo Schnurri, herzlich willkommen. Noch, ja, geht. Mach auf. Danke.
Marco könnte so eine Fitness-DVD raus. Och nee. Vor allem ich, von allen Menschen, die ich kenne, bin ich vermutlich der unfitteste. Dim, dim. Was zum Teufel ist hier eigentlich los? Mal sehen, ob er Schlüssel dabei hat. Na, so haben wir wenigstens diese schöne Szene nochmal gesehen. So, ein bisschen mehr speichern dann. Marco bringt eine Fitness-AOD raus. Haben Sie Ihre Meinung über den Code geändert? Ja, ich gebe Ihnen die habe ich für die Chance, Challenge gekauft. Ich will eine Exklusivstory über Paris und über alles, was hier passiert. Wir sind im Geschäft, Ladig. Das ist ein Code für die Verladezone. Es ist zwar kein Hochsicherheitscode, aber wenigstens kommen Sie damit in das Gebäude. Und? Haben Sie den Code selbst schon mal ausprobiert? Ich? Nein, ich gehe da nicht rein. Da drin passieren merkwürdige Dinge. Angeblich verschwinden Arbeiter und so. Was machen die da drin? Weiß der Himmel. Das wüsste ich selbst gerne. Aber mir ist das zu gefährlich. Wenn Sie was finden, sagen Sie mir doch zuerst Bescheid, oder? Logisch. Darüber reden wir im Auto. Der Strauf ist ganz in der Nähe. Die Matte hat 29,99 gekostet. Das ist nicht schwer. Ich habe die Matte gekauft, einfach mit USB rein. Die Treiber-CD ignoriert, die dabei ist. Antimikro gestartet. Und halt Tastaturtasten auf die Matte gelegt. Ist wie ein Controller einrichten. Ja, genau. Gute Frage, da habe ich jetzt, weil es für AOD keine Rolle spielt, gar nicht drauf geachtet. Ja, das mit dem Hangeln ist hier ein bisschen leichter als in den Classics, das stimmt. Wäre dafür, dass du dieses mega schwere Game damit spielst, das du letztens gezockt hast. Du willst also Heart of Darkness mit Tanzmatte. Schauen wir doch erstmal, ob Interesse an Tier 2 besteht. Von den Tasten her würde Heart of Darkness aber gehen. Genau wie eigentlich jedes PS1-Spiel, das nicht alle Schultertasten benutzt. FIFA mit Tanzmatte. Gott. Okay, ich glaube mir, ich brauche dafür Anlauf. Ja. Oh Gott, was hast du nun für eine Idee? Hugo mit. würde erstaunlich gut passen, glaube ich. Jetzt laber keinen Schwachsinn. Aber so unblind würde das erstaunlich gut passen.
Okay, wieso bin ich... Kriege ich den Sprung nicht hin? Da. Das wollte ich. Das würde ihre Aufmerksamkeit auf mich lenken. Was jetzt, Hugo? VTF, wie soll man denn so ordentlich spielen? Ja, ich weiß auch nicht, was die Entwickler sich bei der Steuerung dachten, aber mit Tanzmatte geht's eigentlich. Ich mag die Vorstellung gerade sehr. Dass Lara einfach ein anderes Spiel spielt. Marco sollte einfach nur noch mit den Füßen spielen. Scheint besser zu laufen und es macht gleichzeitig Fitness. Mit den Füßen läuft es sich besser, das stimmt. Speicher hier mal. Ich hab's nicht erkannt. Bin aber trotzdem stolz, Jenny. Och Mann! Hab mir gerade eine bestellt, ich muss das ausprobieren. Yay! Viel Spaß dabei. Die ich benutze, findet ihr übrigens unter Ausrufezeichen Dancepad, aber es gibt sicherlich auch noch bessere. Aber vermutlich auch schlechter. Für das, was ich hier tue, macht sie ihren Job ganz gut. So, diese Hebel brauchen wir gerade. Mit dem Code MarcoTanz10 bekommen die 10% Rabatt. Ah, schön wär's. Ich habe gar keinen Platz dafür. Ich hatte vor meinem Schreibtisch einfach ein wenig Boden. Ja, das mit dem Kopfhörerkabel ist bei mir übrigens auch relativ eng. Ich meine, diese Kopfhörer hier können auch Bluetooth, aber dann höre ich mich selbst nicht. Das ist ein bisschen dämlich. Die gleiche habe ich für 23 Grad bestellt. Warum gibt es die gleiche für weniger? Aber GG dann.
Habe ja auch nur verlinkt, was ich bestellt habe. Nicht, dass es das beste Angebot ist. Dann ist es auch zu kurz. Nee. Dann knie dichchen. Du machst dir Sorgen um meine Gesundheit, weil mich platte Füße über Monate verfolgen, was ich mir, um ehrlich zu sein, in dem Moment vorstellen musste, als würden Füße hinter mir herlaufen. Was die Frage aufwirft, womit ich dann laufe. Ah, okay, Lucifer. Ja, okay. Ganz kurz dachte ich, scheiße, ich hätte was sparen können. Deine Falle? War das so formuliert, dass ich Festplatte sagen würde? Stay Cool Matte ist bisher die schickste, die anderen sind offensichtlich für kleine Mädchen gedacht. So. Ja, keine Ahnung. Einzige, was nicht ideal an dieser Matte ist, für diese Zwecke, ist halt wirklich das Gefühl, wenn es zwei mehr Tasten gäbe, das besser wäre. Naja, wenn Jessie zum Beispiel auf ihrem PC nicht spielt, dann bringt es ihr ja nicht, die Matte für den PC zu haben. Ups. Sehr nice. Ja, so dachte ich mir das schon. Ich gebe doch zurück, ist von China und ich bekomme dann kaum was zugesendet. Nehm doch Marcolin. Okay. Alles klar. Ich weiß nicht, wo diese Matte hier hergestellt ist. Es ist einfach die, die ich genommen habe. Also das ist auch keine Empfehlung oder so. Kann nur sagen, dass es für meine Zwecke funktioniert. Und ihr seht ja, wie es funktioniert. Bei Amazon kommt alles an. Das ist die Erfahrung, die ich bisher auch gemacht habe. Ja. Ich war in letzter Zeit nicht so oft da, aber ich muss dich mal loben. Es wird nie langweilig. Du spielst sehr oft dieselben Spiele. Das ist richtig. Aber lässt dir immer was Neues einfallen mit den Challenges. Yay, das freut mich. Ja, aber habe ich wirklich nicht. Also, um genau zu sein, habe ich geguckt. Da ja der Vorschlag auch kam, weil Sakura das gemacht hat, habe ich einfach geguckt, wie sieht die aus, die sie hat. Hat ja anscheinend funktioniert. Habe die dann auf Amazon gesucht und die geholt. Ich habe mich genau null informiert und es hat geklappt. Das sollte ich vielleicht fast schon als Disclaimer sagen. Er kam, sah und kaufte. Dann tanzte er. Er kam, sah und tanzte. Und nun stayed er cool. So ist es.
Okay, zielen sollte ich vielleicht noch ein wenig üben. Bene vidi image war es doch, glaube ich. Er kam, sah und kaufte. Null. Ich habe keine Ahnung. Ich kam, sah. Nee, ich sah und kam. Ach, lul. Guten Morgen, heute wieder tanzen für den Weltfrieden. So ist es. Hallöchen, Mrs. Bra. Wie die Wedi sah sie. Wie die Swedis ist dann saß sie ist so's. Böhmische YouTube Kakopolis. Was ist das für eine Hütte? Ich muss mal laden. Anscheinend sind wir hier falsch. Da ist die Tür, die ich suchte. Nun, och Lara. Oh, das beste Kistenrätsel wieder. Aufklettern. Ja, Schnurri, tu das. Viel Spaß. Diese Kisten gehen in die Türkei. Das sollte ja der letzte Abschnitt von Audi ursprünglich sein. Jetzt muss ich kurz überlegen.
Oh, die unteren Kisten musste man ja gar nicht schieben. Woher weißt du, dass die in die Türkei gehen? Gut, okay. Sie könnten auch daher kommen, aber warte mal. Wenn du auf die Kiste hinter dieser Kiste schaust. Ich ging einfach aus dem Kontext, weil ich weiß, dass Türkei als Abschnitt geplant war ursprünglich, davon aus, dass das vielleicht ein Hint in die Richtung war. Um genau zu sein, sollten Teile dieses Gebäudekomplexes. Jetzt muss ich überlegen, wo die Kiste hin soll. Ah ja. Sogar in der Türkei sein. Die kommen auch aus der Türkei. Später gibt es ja auch einen Dialog, in dem sie sagen, sie haben was in der Türkei ausgegraben, dann ins Strahov transportiert. Genau, ursprünglich wäre man halt in Paris gestartet, hätte einen kurzen Abschnitt Abstecher nach Deutschland gemacht, wo man ja auch den Karel trifft, kennenlernt. Wäre dann in das Strahov und dann zuletzt in die Türkei. Und einige der Bereiche des Strahov, wie zum Beispiel das Gewächshaus, sind eigentlich in der Türkei. Die haben das am Ende, was sie hatten, einfach zusammengeworfen. So dass man es dann irgendwie spielen konnte. Und dafür muss ich sagen, ich finde erstaunlich, wie gut es dann doch noch passt. Also auch dieser eine Raum in Prag, wo man in diesem kunstbesetzten Raum ist und das Rätsel mit der Uhr macht, das ist eigentlich in Deutschland. Das ist eigentlich Teil des Schlosses, das man dort besucht hätte. Aber erstaunlich, wie wenig das auffällt. Ah, diese Kiste muss ich noch schieben. Oh, die kann ich nicht schieben, während da das Le Gift rauskommt. Ah, doch, warte, von hier aus. Nein. Okay. Dann müssen wir erst das Gift abdrehen. Man lernt immer noch was Neues. Ich habe das auch erst durch die Infos von Stream-Zuschauern, die sehr viel mehr in AOD drin sind und sehr viel informierter über die Entwicklung sind, herausgefunden. Dass dieser elendlange Strahov-Komplex hier im Grunde genommen deshalb so gar nicht zusammenpassend teilweise wirkt, weil sie halt wirklich Sachen zusammenwerfen mussten, um irgendwie ein Spiel aus dem, was sie hatten, zu bekommen. Ich weiß, dass es hier irgendwo einen Stärker gibt, aber ich weiß leider nicht wo. Das ist schade. Oh, so werde ich nicht vergiftet. Okay. Ups. Das dürfte dieses Gas, dieses, das da oben sein, das man ja extra auch abstellt, wenn man dann stark genug ist, um es abzustellen. Genau jetzt. Hm.
Ich frage mich ja wirklich, was die sich mit dem Ich bin stärker System erhofft haben. Ich meine, beim Testspielen muss einem doch auffallen, dass man dadurch eigentlich nur total unintuitive Reihenfolgen erzwingt. Und nicht wirklich dem Spiel was hinzufügt. Ja, okay, du meinst, die Tester waren da praktisch betriebsblind. Die kannten das Spiel schon so und... Okay. Ja, Entschuldigung. Ich habe halt früh genug verstanden, worauf du hinaus willst. Die Ducken-Taste ist da. Genau. Okay. Bestimmt hatten die Tester sich gewisserweise auch schon an die Steuerung gewöhnt, denn zu großen Teilen kann man das. Und die Realität sah so aus, dass alles ein Albtraum war, aber die Tester meinten, ja, könnte man noch verbessern, wirklich, aber geht so. Oh lol. Naja. Warte. Bin mir gerade gar nicht sicher, ob wir runter müssen. Nö, hier geht's nämlich weiter. Feierabend und Marco tanzt für uns. Hallo Snow. Drei Jahre, glaube ich sogar. Springen und vorwärts. Genau. Vermisst mich, wenn ich mich nicht melde. Den habe ich draußen an der Rampe gefunden. Er muss einen Zugangscode haben. Machen Sie die Tür hinter sich zu, Gunderson.
Ich habe Akten über Sie, Eckhart. Sie können mir nichts tun. Schade, dass wir sie nicht miteinander lesen können. Tja, aber es ist schon spät. Ich habe etwas zu erledigen. Ja. Hoffen wir mal, dass das Spiel hier nicht wieder random abstürzt. Das hatten wir ja mal. Was heißt Story? Die haben den halt gefunden, wie er am Eingang gelungert hat. In einem Bereich, wo er eigentlich nicht hin durfte. Dann haben die ihn aus dem Weg geschafft. Da gibt es ja an sich, an der Vorgehensweise, nicht so viel zu erklären. Nein, ich will doch das sammeln. Ja, das stimmt eigentlich. Vielleicht war er dann einfach doch zu neugierig. Meine, so wie wir ihn kennengelernt haben, wäre das ja jetzt nicht völlig von der Hand zu weisen. Er hatte den Zugangscode, er weiß, wie er reinkommt. Vielleicht wollte er einfach ein paar Fotos davon machen. War zu neugierig. Hat ja auch gesehen, dass Lara reinging. Och, Menno! Hallöchen, Panda-Wölfchen. Herzlich willkommen. Ich möchte zurück. Danke. Ich wüsste zu gern, was die hier eingesperrt haben. Ich auch. Warte, ich weiß es. Wer hätte das gedacht? Ich muss durch die Biokuppel. Das ist ein langer Weg. Es sei denn, ich schalte den Strom ab. Jetzt aber los, solange der Strom abgeschaltet ist. Toll gemacht, Lara. Oh, hast du auch toll gemacht, Lara? Da ist tatsächlich das Spiel abgestürzt. Ja gut, hier habe ich anscheinend gespeichert. Das ist schade und bedauerlich.
Command für Abstürze wäre super. Was soll der denn machen? Abstürzen. Das Spiel ist erneut abgestürzt. Gut, ich werde das einfach mal als Gelegenheit nehmen, um so langsam für heute das Spiel zu wechseln. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserem heutigen Audi-Abenteuer und ich glaube, beim nächsten Mal können wir dann auch schon den kompletten Rest machen. Ja, wobei, da kommt noch einiges. Schauen wir einfach mal. Das habe ich mit den Füßen geschrieben. Also, kurze Pause und wir spielen dann Rando, Tomb Raider 2 Randomizer, ein neuer Playthrough.